Ich habe eine klassische Ausbildung. Ne? Ich habe in Bolivien Kunstpädagogik bzw. Kunst, bildende Kunst studiert. Habe ich da meine ganzen Techniken erlernt, mit Umgang mit Aquarell, Öl, Skulptur. Eher, ich muss erleben, ich sehe. Und wenn ich eine Begegnung habe mit jemandem oder mit Personen oder Natur, wichtig ist, dass ich das gesehen habe. Das prägt sich im Auge und dann später, ein Tag oder eine Woche später, das kommt wieder. Erstaunlich, ganz interessant, das, aber es ist nur im Kopf. Also, hier ist der Fotograf, die Kamera ist im Auge. Diese Landschaft kann man auch hier sehen eigentlich. Das sind alle Elemente von hier, wenn man rausgeht. Und dann. Nur die Berge nicht. Das ist noch nördlicher, in Norwegen. Die Eindrücke von Norwegen. Die war allein, aber da habe ich eine Hintergrund auch noch mal dazu jetzt hingelegt, als Variante vorher. Und da musste man entscheiden, ne? wie das kommt. Dann. Vor allem so sollte man ja, also die Erzählung noch mal erleben, so hinein in diese Welt. Das ist die Tor sozusagen. Und da lädt uns ein. Und der begleitet uns auch, diese Vogel hier. Und ich glaube, das ist für mich eine, auch eine poetische Art, sich in diese Welt sich zu verlieren. Da möchte ich auch mich, da will ich auch mich immer wieder verlieren. Nicht verlieren, sondern vielleicht auch erleben. Noch weit entdecken hier dahin. Das ist eine schöne Einladung, finde ich. Auch so ist eine spezielle Biene. Man sieht ja ganz, ganz genau. Aber die Pose sind so von, von der Capilla Sixtine oder so. Ne? Ja, ich arbeite oft immer mit solchen Symbolen. Auch das, sie hört dazu, zu also dieser Entwicklung. Und es begleitet mich auch mein ganzes Leben, diese Art Sprache. Und mische ich immer in den Geschichten. Das sind auch aus dem Studienzeiten. So, verschiedene Sachen. Ja, eine Menge Geschichten. Also hier sehe ich den Space, ne? So wie die Situation draußen ist. Und dann beginnt also der Computer aus und dann kann man arbeiten. Dann ist es intensiv. Ein Kaffee trinken oder so, oder auch weitermalen hier auf der Seite. Das ist also. Also man braucht ja nicht so viel eigentlich. Aber man braucht eigentlich ein kleines, einen Raum mindestens. Und dann kann man mal. Das ist so. Das ist mal. Und das begleitet auch immer. Von Käthe Kollwitz. Okay.